Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 19 Trainerkarriere. Ich habe momentan so viel Bock auf dieses Projekt, deswegen kommt's wieder. Ich sehe ein bisschen vielleicht doof aus, ich weiß es nicht. Also ich habe auf jeden Fall die Cap am Start, weil die Haare nicht gemacht sind. Dann eine Jacke, weil es kalt ist und irgendwie so ein T-Shirt, das eigentlich komplett nicht zum Outfit passt. Aber es ist egal, denn... ja, ihr habt euch zur WWE, zur WWE-Karriere, ja, rechts unten beim i mal die Playlist verlinkt, habt ihr euch die Facecam gewünscht. Und da ich das Video jetzt danach aufnehme, dachte ich, okay, dann mache ich auch hier die Facecam an, auch wenn ich ein bisschen doof aussehe, das macht nichts, ist egal. Ja, Leute, ich nehme heute nur eine Folge auf, also keine zwei Folgen, obwohl ich da unten sehe, dass wir gegen Dortmund spielen, da hätte ich irgendwie schon Bock drauf, in der heutigen Folge, beziehungsweise am heutigen Tag, zwei Folgen aufzunehmen. Aber das mache ich nicht. Wir spielen gegen Hertha BSC und danach gegen Gent das Rückspiel, ja. Da haben wir in der Gruppenphase in der letzten Folge nicht so gut abgeschnitten. Da will ich im Rückspiel auf jeden Fall, ja, einen Standpunkt setzen, ja, dass wir hier sagen, hey, wir sind die Bayern. Und das war ein Fehler und jetzt habt ihr uns richtig sauer gemacht, jetzt gibt es richtig Rabatz. Genau dasselbe eigentlich auch gegen Berlin, bloß dass sie uns nicht geärgert haben, weil... ja, die haben eigentlich nicht gegen uns gespielt und nichts gemacht. Naja, ist egal, vergessen wir die letzte Folge auch rechts um meinem I. Und nach diesem komischen Hin- und Hergelaber starten wir jetzt dann direkt rein ins Spiel gegen Berlin. Let's go! So, ich bin gespannt. Zu Hause gegen Berlin und auch zu Hause gegen Gent nachher. Heißt, Torhymne wäre am Start, wenn wir treffen, deswegen richtig Gas geben. Oh, was? Mann, wir haben auch Pech. Ich war übrigens am Wochenende jetzt bei meinem Vater. Ich nehme das gerade auch am Sonntag auf, also ich bin gerade von meinem Vater gekommen und wir haben am Wochenende halt wieder PES gespielt und eigentlich bin ich jetzt ein bisschen eingespielter. Klar, es ist nochmal was anderes, mit ihm zusammen zu spielen, Grüße gehen übrigens raus, als wie wenn man alleine spielt, aber ja, ich bin doch ein bisschen eingespielt. Ja, eigentlich hoffe ich mir hier einen Sieg, zwei Siege. Und drin ist er. Ein bisschen hin und her gespielt, eigentlich nicht so schön, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich das verkacke. Aber es hat geklappt. Jawohl! 1 zu 0. Ich wollte hier diesen Pass gar nicht so nach hinten spielen, dann irgendwie in die Mitte, naja, dann wieder auf Müller, das hat auch nicht geklappt. Also es ist nicht so perfekt gelaufen. aber drin ist drin, 1 zu 0, Tor ist Tor, mega nice. Jawohl, das war stark gespielt. 2-0, Franck Ribéry. Yes. Das war besser, das war gut. Da können sie jubeln. Das war stark gemacht. Zumindest besser wie manche Sachen bisher. Hier Sanchez, der da den Verteidiger stehen lässt, dann der Doppelpass von... also dann auf Ribéry und einen Doppelpass mit Wagner. Und dann schiebt ihn Franck Ribéry 1 zum 2 zu 0. Und das noch vor der 30. Minute. Wow. Und drin ist er. 3-0. Yes, Leute. Müller. Halbzeit 3 zu 0 ist in Ordnung, würde ich sagen. Drei Tore, drei verschiedene Leute, die die Tore gemacht haben. Auch nicht mal so schlecht, ne? Haben wir ja nicht immer. Bisher, in den letzten paar Spielen, hat eigentlich gefühlt immer nur Lewandowski getroffen. Kein anderer. Das ist crazy. Gelb für Alaba nach diesem, ja, eher suboptimalen Foul. Das, ja. Oh, Schiri. Und er zückt auch die gelbe Karte für Sanchez. Der hat Bock. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt pfeifen müssen tun. Also klar, ich bin schon voll rein, aber ich habe auch Ball getroffen. Also Freistoß, okay. Gelb, naja. Kann, muss, aber eigentlich nicht. Boah, Ulreich, gut gemacht, stark gehalten,
Naja, er hätte ihn eh nicht gehabt. Nein, aber ich weiß nicht. Also im PES ist Neuer irgendwie ganz, ganz kacke. Also, das ist voll komisch. Naja, auf jeden Fall geht hier nicht mehr so viel in der zweiten Hälfte. Bis auf zwei gelbe Karten. Und ja, wir haben jetzt James Rodriguez gebracht, Thiago gebracht und Rafinha. Also beide gelbe Karten ausgewechselt, plus Müller, der überhaupt nicht mehr fit war. Robben und Ribéry sind auch nicht mehr fit. Aber das ist egal. Und jetzt geht mal wieder was. 4-0 läuft. Es gibt noch ein paar, die nicht fit sind. Also Goretzka ist auch nicht mehr so topfit und Wagner auch nicht. Aber das war mir jetzt nicht so wichtig wie die anderen. Und ja, man hat es hier gesehen, es klappt auch so. Wagner hier mit einem super Zusammenspiel mit James Rodriguez. Die haben das quasi unter sich ausgemacht hier. Zack, zack, die ganze Abwehr mal ein bisschen ausgehebelt. Ich meine, so viele standen nicht mehr hinten. Aber 4-0, Sack zugemacht. Und auch in der zweiten Hälfte mal ein Tor geschossen. Wow. So, das war's. 4 zu 0. Das ist gut. Das ist echt gut. 4 Tore geschossen gegen Berlin. Das ist super. Mega gut. Stark. Und keins kassiert gegen Berlin. Super Sache. Berlin keine schlechte Mannschaft. Aber 4-0 ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Und das freut mich. Jetzt nur gegen Gent dasselbe. Weil die haben mich richtig abgefuckt. Also die würde ich gern wegklatschen jetzt. Und naja, Hoffenheim hat auch 4-0 gegen Freiburg gewonnen. Wow. Ja, wenn man mit einer Mannschaft, wo Ribéry, Robben, Goretzka und was weiß ich, wer noch alles auf der Bank sitzen, in ein Spiel geht, dann heißt das schon was. Also, ja. Wenn wir das jetzt noch gut gewinnen, gut über die Bühne bringen, dann heißt das noch viel mehr. Ich bin gespannt, wie das jetzt ausgeht. Und ja, wie gesagt, am liebsten würde ich die richtig aufs Maul hauen, weil die mich in der letzten Folge im Hinspiel richtig abgefuckt haben. Und naja, jetzt sind wir hier in München, jetzt fucken wir die ab, hoffen wir mal. Und ja, vielleicht die erste Chance direkt. Nee, gibt's nicht, Fehlpass. Boom. Jetzt sitzt da 1 zu 0. Wir geben richtig Power, das ist klar. Wir haben schon, glaube ich, 5, 6 Torchancen in den ersten 12 Minuten jetzt. Wir haben, also ohne Spaß, ich drücke richtig hart. Da kenne ich jetzt überhaupt nichts. Und James Rodriguez setzt den ersten Stich ins Herz von Gent oder wie auch immer die heißen. Ich glaube schon so. Starker Schuss, starkes erstes Tor, 1 zu 0. Und der nächste. Lange hat es gedauert, das muss ich sagen. Also sie lassen sich natürlich nicht so einfach, weil im Hinspiel waren sie auch richtig gut, aber sie haben mich richtig angepisst, weil die Tore waren jetzt nicht so schön von denen. Also, na, ihr habt das bestimmt gesehen, wie gesagt, wenn nicht, letzte Folge angucken. Ja, die lassen dich nicht so einfach aushebeln da hinten und besiegen. Aber Lewandowski hat es jetzt mal wieder geschafft. 2 zu 0 in der 38. Spielminute. Halbzeit 2-0. Passt schon. Also wir sind dominant. Wir haben richtig Gas gegeben. Hätte mehr sein können. Ist halt nicht so. Wir wechseln auf jeden Fall Robben und Ribéry ein. Einfach, weil wir es können. Und weil das für die zweite Hälfte bestimmt ganz gut ist. Um! Was ein Tor! Was ein Tor von Thiago Alcantara! Oder wie er heißt. Alcantara, Thiago Alcantara oder so, glaube ich. Geil! Das war geil! Solche Tore haben die einfach verdient. Er läuft ein Stück, er läuft ein Stück und dann. Aus circa 19, 20 Metern einfach mal abziehen. Drin das Ding. Bumm. Lewandowski 4-0. Yes, yes, yes. Bumm.
Lewandowski 5-0. Yes! Wie lange haben wir kein Eckballtor mehr gemacht? Und jetzt gegen diese Pisser hier. Hattrick für Lewandowski, 5-0 für die Bayern. Ganz, ganz stark. Ah. Geil. Das gefällt mir. Keine Gnade. Weiter, Leute. Wir müssen weitermachen. Boah, wäre das geil, wenn wir jetzt hier noch ein Tor machen oder so. So, nochmal eine gelbe abgeholt. Ja, naja, das ist halt passiert ab und zu mal. In der heutigen Folge jetzt schon öfter. Ich habe halt einfach mal hier auf Viereck gedrückt. Ja, aber ein 5-0, das ist so ein geiles Ergebnis. Wir dürfen jetzt keins mehr kassieren, das wäre nicht so cool. 6-0 wäre so, wir sind überkrass. 5-0 ist ein richtig cooles Ergebnis. Und ja, 5-1 wäre schade, aber trotzdem richtig gut. So, vielleicht. Vielleicht! Ja, wir sind richtig krass! Lewandowski! 6-0! Vielleicht, tatsächlich ist es so gekommen. Was auch immer das für ein Jubel sein soll. Wir machen Gent fertig. Und das ist so verdient im Hinblick auf das Hinspiel, im Hinblick auf das Rückspiel. Hinspiel ganz, ganz bitter verloren und verloren. Die haben mich richtig angepisst, haben die mich. Komm. Komm. Na. So schön gemacht von Lewandowski. Auch den einen Abwehrspieler noch stehen gelassen. Das wäre so geil gewesen. Jetzt noch eins. Aber 6-0. Wir sind richtig krass gewesen in diesem Spiel. Also wie gesagt, Rückspiel war schon irgendwie crazy. Hätten wir auch gewinnen müssen. Richtig dumm, dass wir das verloren haben. Und dafür haben wir in diesem Spiel so gut gespielt von Anfang an. Und haben hochverdient gewonnen. Und auch mit einem hohen Ergebnis. 6-0. Ganz, ganz starke Leistung. Und da würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ja, wir können auch kurz auf die Gruppe gucken. Das können wir machen, denn wir haben jetzt Gent überholt. Und haben jetzt unseren zweiten Sieg hier eingefahren. Ja, läuft auf jeden Fall. Europa League spiele ich übrigens deswegen, das fragen mich immer wieder Leute. Ich spiele übrigens Europa League, weil das von den Mods nicht geklappt hat, weil die müssen ja auch reingemoddet werden, die Wettbewerbe, weil die Europa und Champions League hat ja jetzt EA und deswegen muss ich die reinmodden und das hat mit den Mods irgendwie dann Probleme gegeben und da kann man auch nichts dran ändern, das ist halt einfach so und ja, dann haben alle gesagt, okay, spiel doch ein Jahr einfach Europa League und dann kommst du bestimmt in die Champions League und ja, so sieht es hoffentlich dann auch am Ende aus. Gut, wir sind Zweiter in der Gruppenphase hier. Natürlich gibt es noch zwei Spiele. Einmal gegen Rennes und einmal gegen Nordsjælland. Ja? Und ich hoffe, dass die beide genauso gut verlaufen wie die gerade eben hier. Und ja, dann würde ich sagen, lasst Wertung da, haut rein. Bis dahin und ciao, ciao.